Yo, 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 this is DJ Olde for my man, DJ Mike Hoffman in the house. Wir sind bei Alex Maus und ich bin raus. Peace out. Vor einiger Zeit habe ich nach einer Lösung gesucht, wie ich Lautsprecher miteinander verbinden kann, ohne ein Kabel ziehen zu müssen. Und dabei wurde ich unter anderem auf diese kleinen Sticks hier aufmerksam. Und was die können und was die taugen, das erfährst du nach dem Intro. Viel Spaß. Mein Name ist Mike. Ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. Hallo Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. Tatsächlich habe ich vor einigen Monaten nach einer Lösung gesucht, wie ich Lautsprecher miteinander verbinden kann, ohne immer ein Kabel ziehen zu müssen. Also ich hatte mir das ja schon mal erleichtert und hatte mir das CAT-Core-System geholt, sodass ich letztendlich nur noch ein Kabel ziehen müsste, um Lautsprecher oder auch verschiedene Mikrofone an anderen Stellen miteinander zu verbinden. Jetzt habe ich aber wirklich mal nach einer Funklösung gesucht. Und ich wollte kein klassisches Mikrofon, ein Funkmikrofon umdrehen und das als Funkstrecke benutzen. Und dabei wurde ich auf diese kleinen Sticks von der Firma Sennheiser aufmerksam und habe sie mir einfach mal bestellt, habe sie ausprobiert und ich kann euch direkt sagen, ich war restlos begeistert. Denn eigentlich sind sie dafür gedacht, ein Kabelmikrofon als Funkmikrofon nutzbar zu machen. Dafür wurden sie gedacht. Das heißt, ein Stick, die haben hier oben diese kleinen XLR-Anschlüsse mit dabei, kommt in das Mikrofon mit rein und das andere kommt im Endeffekt an deinen Eingang, an den DJ-Controller oder an dein Mischpult mit dran und so kannst du jedes Kabelmikrofon Funkmikrofon tauglich machen. Sie haben einen Akku eingebaut, der auch locker über 5 Stunden hält. Also beim letzten Einsatz über 5 Stunden war gar kein Problem. Ich habe mir aber gedacht, wenn das Signal so gut gesendet wird, könnte ich es dann nicht auch von einem Lautsprecher, den ich an meiner Hauptanlage stehen habe, an einen anderen Lautsprecher senden. Wie zum Beispiel einen Lautsprecher auf einer Terrasse bei einer Hochzeit, den ich oft stelle. Oder vielleicht an einen Lautsprecher in einem Nebenraum oder am Ende eines Raumes. Wäre das machbar? Hat das Ding vielleicht sogar irgendwie eine Verzögerung, ein Delay oder ähnliches? Und das habe ich dann einmal live ausprobiert. Und Freunde, ich kann euch direkt sagen, das hat perfekt funktioniert. Die einzige Manko, was ich damals gesehen hatte, war, das ist ja immer nur ein Stick als Signal, was ein Signal rausgibt und das andere empfängt den Signal. Das heißt, du kannst nur Mono senden, den rechten oder den linken Kanal. Und wenn du halt so alte Musik spielst, wie zum Beispiel aus den 50ern, 60ern, die ein richtig krasses Stereobild haben, da kommt ja immer nur eine Seite an. Auch dafür habe ich eine Lösung gefunden und habe mir einfach einen Stereo-to-Mono-Adapter geholt, also so ein XLR-Adapter, der das Stereo-Signal auf Mono sendet, auf Mono teilt, Stick dran, auf der anderen Seite das Gegenspiel auch. Dann sendet er zwar immer nur noch ein Signal, aber er sendet ein sogenanntes Stereo-Bild, was zum Mono gekoppelt wird. Ja, diese beiden Sticks, die haben hier vorne einen großen Hauptschalter mit drauf. Wenn du sie einschaltest, ich mache das jetzt einfach mal. Genau, dann siehst du jetzt schon, die fangen an zu blinken. Ne, der hier fängt zum Beispiel schon an zu blinken, der andere noch nicht. Ist wahrscheinlich gerade leer. Dann fangen die an zu blinken und koppeln sich gegenseitig. Und dann, das dauert keine 2 Sekunden, sind die beiden miteinander gekoppelt und übertragen das Signal untereinander. So. Ich habe die Geräte bei Thomann gekauft und bei Thomann möchte ich jetzt nochmal mit dir auf die Seite gehen, dass wir uns das Gerät einfach nochmal im Detail angucken. Lass uns mal zusammen auf meinen Computer hier mit drauf gehen. Das sind die guten Sticks, die nennen sich Sennheiser XSW DXLR Bass Set. Ja Freunde, die heißen wirklich so. Genau, und ihr seht schon hier oben in der Ansicht mit drin, sie haben vorne den XLR-Stecker mit dabei. 2 große Hauptschalter dabei, 2 Kontrollleuchten, die übrigens in unterschiedlichen Farben auch leuchten, je nachdem wie der Status ist. Also wenn sie grün leuchten, konstant leuchten, ist das Signal perfekt. Fangen sie an zu blinken, hat er eine Unterbrechung. Orange heißt, der Akku wird langsam schwach. Rot heißt kritisch. Genau, dann gehen sie wahrscheinlich irgendwann aus. Aber beim letzten Test haben sie auch über 5 Stunden gehalten. Ich habe euch die Seite übrigens mal unten in die Videobeschreibung mit rein verlinkt, falls ihr euch sie selber angucken möchtet. So, das sind die guten Sticks. Genau. Und hier hinten dran,
da ist die Ladebuchse. Also die werden ganz klassisch einfach nur geladen. Und zwar über ein passendes Kabel, was mit dabei ist, was einen USB-Anschluss hat. Das heißt, ihr könnt es auch an jedem Laptop anschließen. Ihr könnt die USB-Steckdosen-Adapter benutzen. Das ist ganz, ganz einfach. Und so ist das Set komplett, wenn man es bestellt. So, ich scroll mal ein bisschen runter. Ihr seht übrigens hier oben den Preis, 268. Das ist der aktuelle Preis. Je nachdem, wann du das Video guckst, geh am besten mal auf den Link unten in der Videobeschreibung mit drin. Dann siehst du auch den aktuellen Preis. Vielleicht ist es ja im Preis mittlerweile wieder ein bisschen gesunken. So, das Ding nennt sich digitales Funkstreckenset. Genau, ist eigentlich ein Aufstecksender für dynamische Mikrofone. Wie gesagt, ich habe sie ein bisschen zweckentfremdet, aber auch das hat tadellos funktioniert. So, digitale Funkstrecke für Mikros steht hier auch nochmal mit drin und sie arbeiten im 2,4 GHz Bereich. Da mache ich mir meistens immer Sorgen drüber, weil ein WLAN ja auch in diesem Frequenzband arbeitet, aber ich war tatsächlich auf einer Hochzeit und da war ein Gefühl zwischen den beiden Lautsprechern, also mitten in der Funkstrecke drin, zig Leute mit ihren Handys, mit ihren WLAN-Handys und das hat das Signal nicht gestört, also das hat einwandfrei funktioniert. So. Bis zu 5 Stunden hält ein Set mit vollem Akku durch. Ganz genau so war auch meine Erfahrung. Also wie gesagt, eigentlich für Mikrofone gedacht, vollkommen ausreichend. Ich nutze es tatsächlich, um meine Lautsprecher auf einer Terrasse bei einem Sektempfang zum Beispiel nochmal mit der Hauptanlage zu koppeln. Und das sind 5 Stunden mehr als ausreichend in diesem System mit drin. So, ein paar weitere Infos stehen hier auch nochmal mit drauf. Genau, und unten gibt es nochmal ein paar Infos über die Firma Sennheiser. Ich möchte euch aber gerne noch mal ein kleines Highlight zeigen. Und zwar diese Sticks, die gibt es nicht nur mit XLR, sondern mit ganz unterschiedlichen Anschlüssen. Also du siehst ja, der hat hier vorne ja immer die XLR-Anschlüsse mit dran. Und diese Sticks gibt es noch in ganz, ganz anderen Ausführungen, unter anderem auch bei Thomann zu bekommen. Und da gehen wir einfach mal auf so ein Set mit drauf. Wie zum Beispiel das Portable Interview Set. Und da siehst du nämlich, dass einer der Sticks hier vorne keinen XLR-Anschluss hat, sondern einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Und da könntest du jetzt zum Beispiel so ein kleines Lavalier-Mikrofon dranhängen. Da sind sogar Adapterkabel hier passend mit dabei in diesem Set. Ich meine, es gibt sogar hier unten, ach guck mal, die gibt es einerseits zum Beispiel hier nochmal mit Lavalier-Set, hier unten drin, da ist gleich ein Mikrofon mit dabei. Es gibt es aber auch zum Beispiel in so Interview-Sets. Ich mache das jetzt mal auf, dann siehst du, du hast hier einen Empfänger und hast 2 Sender und könntest zum Beispiel 2 Mikrofone anschließen, wenn man so ein Interview zum Beispiel mal aufnehmen möchte. Also die Einsatzzwecke sind komplett vielfältig, das ist richtig gut und die sind alle untereinander kompatibel. Also egal welchen Stick du hast, du kannst immer 2 beliebige Sticks einfach miteinander koppeln und sie funktionieren oder in diesem Fall auch mal 3, wenn du zum Beispiel ein Interview-Set machst. Guck hier nochmal mit drauf, genau, wie gesagt, alles passend von vornherein mit dabei. Ja, Link dazu unten in der Videobeschreibung mit drin und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Also falls du die Sticks nicht kennst, guck sie dir unbedingt mal an, sie sind absolut Gold wert, ich würde nicht mehr drauf verzichten und weil sie einfach so komplett, so klein und kompakt sind, schnell geladen sind, das kommt auch noch mit dazu, und sofort einsatzbereit sind. Es stand im Text noch was drin, sie sollen angeblich eine Latenz von 4 Millisekunden haben. Habe ich tatsächlich nicht wahrgenommen und ich habe wirklich in einem großen Raum das Signal von meiner Hauptanlage an einen Lautsprecher am Ende des Raumes gesendet und es war keine Latenz dran. Das Signal war komplett synchron. Was man hinten gehört hat, hat man vorne gehört. Was man vorne gehört hat, hat man hinten gehört. So sieht übrigens die Packung aus, wenn ihr das bestellt. Ganz genau, das XS Wireless Digital Set von Sennheiser. Guckt es euch an, liebe Freunde. Wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung mit drin. Und ansonsten, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne ein Kanalabo da, denn jede Woche geht ein brandneues Video für euch online. Und wenn euch dieser Tipp gefallen hat und weitergeholfen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt was in die Kommentare mit rein. Und dann sehen wir uns in der Zukunft. Macht's gut, liebe Freunde.